Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Open Transport Tycoon. Nachdem wir in der letzten Folge hier entschieden haben, dass wir hier die beiden Ölfelder verbinden, werden wir das auch sofort machen, indem wir hier erstmal einen Hafen hinbauen und den verbinden wir hier mit Offenheim Waldrand, Verzeihung. So. Und jetzt brauchen wir noch ein Dock, beziehungsweise eine Werft, meinte ich natürlich. Und da schicken wir jetzt einfach mal die Öltanker hin und her. Na? Umladen, oder? Muss man hier umladen nehmen? Ich weiß es nicht genau. Wir probieren es einfach mal. Irgendwie ein Jahr vorbei. Wir haben schon Geld gut gemacht. Sehr gut. Fast 2 Millionen plus. Freut mich sehr. Es läuft sehr gut. Aber wir dürfen natürlich auch die Gegner nicht aus dem Auge lassen. Da werden wir dann gleich nochmal reinschauen, was die machen. Fahrzeug mit Minusertrag, das bleibt ja nicht aus. Ein Zug mit Minusertrag. Der sollte doch Öl transportieren. So ein Unsinn wieder mal, was wir hier gemacht haben. Also Öl. So. Okay, das hätten wir erreicht. Wir gucken mal nach den Gegnern. Oh, die sind ganz schön. Ja gut, die Flugzeuge machen da so viel Umsatz. Oh, hier gibt es eine neue Ölbohrinsel. Die können wir dann auch gleich mit verbinden. Die grünen Gegner sind noch nicht so gut. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also das Ziel langfristig muss sein, dass wir die Gegner einfach überholen im Spiel. So dass wir die dann auch überholen können. Was kostet eigentlich im Moment ein Anteil hier? Oh, doch schon viel. 3 Millionen. Eieiei. So, Ingolsmünster. Finden uns immer noch furchtbar. Naja. Da habt ihr einfach Pech gehabt. So. Neuenfeld-Ölquellen machen dicht. Das sind auch drei Ölquellen und hier sind viele Raffinerien. Aber hier sah ich doch gerade noch eine Möglichkeit zu einer Verbindung. Jetzt bin ich gerade ein bisschen hier unaufmerksam. Hier war das. Neue Bank wird in der Nähe von Wiesbaden gebaut. Okay. Wir könnten eigentlich hier eine Verbindung herstellen. Geht das noch so? Ja. Und der Zug fährt dann einfach hier hoch. Nach Roßfurt an der Donau und dann transportieren wir die Wertsachen. Mal gucken, jetzt mache ich mir mal wieder die Bäume unsichtbar.
Es bleibt uns leider nichts anderes übrig, als hier so ein bisschen hochzubauen. Irgendwann haben wir sicher das Geld für Tunnelanlagen, hoffentlich. Neue Ölbohrinseln sprießen hier aus dem Meer. Verzeihung. Ich bin immer noch erkältet, das ist sehr blöd. Und ich habe den Eindruck, als würde Tee nicht wirklich helfen. Also seht mir den einen oder anderen Huster bitte nach. So, jetzt müssen wir ja ein bisschen galant um Freudenhafen herumbauen. Während hier der Flieger gerade landet. Sowas in der Art will ich, auch wenn es nicht allzu schön aussieht. Aber naja, ich glaube, das reißen wir nochmal weg hier. Und wir ziehen uns hier jetzt so ein bisschen den Weg rüber. Das passt noch nicht ganz. Scheiße. Das war jetzt gerade sinnlose Geldverschwendung gewesen. So passt das. Nicht schön, aber bekanntermaßen auch nicht selten. Aber das sagt ja auch niemand, dass eine Strecke irgendwie ästhetisch aussehen muss. Hauptsache, die Züge können drauf fahren. Ja. Wir brauchen mal wieder so ein TEE. Und jetzt noch der Sicherheitswagen. Hier gibt es keine Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung, merkwürdig. Und trotzdem mal ein 80er Zug. Na? Jetzt. Neue Bank in Freiberg, neue Ölbohrinsel. Ach, hier unten sind jetzt so viele Ölbohrinseln, das ist ja der Wahnsinn. Dann kann man hier mehrspurig ausbauen. Ich will jetzt aber irgendwie einen Überblick, welche Stationen wir schon angefahren haben. Transfer und Ölfeld. Also die beiden.
haben wir ja ganz schön was zu tun hier. Ja, da müssen wir einfach mal schauen, dass wir hier nichts vergessen. Haltepunkt haben wir jetzt. Ölfeld und Transfer. Dann machen wir mal Seeblick als nächstes. War das Mainz? Nein. Ist jetzt ein Flugzeug abgestürzt mit 25 Toten. Wie gesagt, das passiert. Solche Katastrophen hier im Spiel. Moment. Nein. So, jetzt haben wir es aber getroffen. Und dann haben wir hinten noch ein Ölfeld. Könnte man eigentlich hier oben die Bude mehrspurig ausbauen. Was wir auch machen werden. Das lohnt sich ja jetzt bei dem Volumen, was dort reinkommt. Bauen wir das mal fix aus. Damit wir das nämlich gleich in bare Münze umwandeln können, diesen Vorteil. Ups. So. Ach so, jetzt ist dort unten die Anbindung ein bisschen blöd gemacht. Ja, da werden wir einfach mal schauen, wie wir da am besten rangehen. Ich würde einfach hier das platt machen. Dann einfach so eine Querverbindung reinbauen. Das scheint mir nicht verkehrt zu sein. Und dann bauen wir das einfach jetzt hier an. Ups. Habe ich wieder ein bisschen verklickt. Fährt der Öltanker jetzt dort rein? Ja. Das hätte ich ihm ehrlich gesagt auch geraten, dass er das macht. Oh, Fürstendorf Ölquellen geben Schließung bekannt. Ist das hier unten die? Ja. Gut. Da können wir den Ölzug gleich nehmen. Und hier oben fahren lassen. Das ist ja, da bin ich jetzt auch nicht so böse drüber eigentlich. Und da sind sie weg, die Ölquellen.
Der Zug hier macht Minus. Der Zug macht auch Minus, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Zug 30. Ja, macht nichts. Ja, das ist jetzt halt so. Ups, verkehrt rum. Das ist jetzt halt so, dass die Züge mal kurz Minus machen. Aber das soll uns nicht weiter beunruhigen. Auch einige Ölfelder. Hier gibt es auch so eine riesige Ansammlung. Vielleicht sollte man das auch nutzen. Hier gibt es auch einige. Aber wir gehen erstmal hier unten wieder hin. Weil irgendwie müssen ja die enormen Mengen an Öl hier weggeschafft werden. Vier Züge reichen erstmal, um das zu bedienen. Da können wir nur hoffen, dass es irgendwann auch mal schnellere Öltransporter gibt. Ja, da bauen wir nochmal eine kleine Bahnstrecke. Oder haben wir noch was Besseres? Hier unten haben wir noch was. Und das passt auch perfekt. Und hier, dort hinten. Jetzt ist scheinbar gerade so eine Phase erreicht, wo die ganzen Firmen ja dicht machen. Aber das gibt sich ja dann auch wieder. Und dann noch die Anbindung hier mit Gera bzw. Herr Münster. Hier, ja. Das nächste Sägewerk macht dicht. Ich finde die Idee eigentlich ganz spannend. Dort oben die Verbindung herzustellen. Oh. Wertsachen kann der jetzt hier auch transportieren.
halt mal ausnutzen. Indem wir ja uns einfach Zuglinie ausbauen. So, jetzt bauen wir hier den Zweierbahnhof hin. Eben hier ein bisschen ein. Signal bauen wir mal noch nicht, doch. So. Kurz mal räuspern und weiter geht es. Das Depot müssen wir umbauen und jetzt hier das hinstellen und dann einmal hier wieder die Verbindung herstellen. Ja, kann ich nicht abreißen jetzt. Dam, 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 dam. So, jetzt hier eine, ach. Jetzt hier eine Überfahrt einrichten. Ich habe wieder total daneben geklickt. Und da gibt es wieder irgendeine Ölbohrinsel, die da gebaut wird. Der Zug hat sich verirrt. Nö. Hat er sich nicht. Wertsachen jetzt. So, und weg damit. Ja, so eine Warensubvention gibt es hier. Waren transportiere ich persönlich sehr ungern, weil das ist sehr unstetig. Manchmal akzeptieren die die Waren und manchmal nicht. Und das nervt dann einfach, wenn man ständig gucken muss, ist das dann auch akzeptiert oder nicht. Von daher lasse ich das einfach. Diese Subventionen. So, was macht unser Hauptquartier? Oh, ist schon sehr groß geworden. Finde ich. Und hier gibt es ein paar Sägewerke in der Nähe. Und da bauen wir dort doch einfach mal was hin. Ups, verkehrt gebaut. Jetzt aber. So, Holz. Immer noch eher mit 80. Ups, eher zu viel. Und umladen und weg damit. Oh, dann wurde unser Bus durch ein UFO zerstört. Sehr tragisch, das Ganze. Aber das können wir auch wieder ersetzen. So, wir waren hier stehen geblieben und wollten etwas Holz transportieren.
geht das. Achso, die Bäume sind wieder unsichtbar. Schalte ich mal schnell dazu. Sehr viele Ölfelder. Das werden hier gebaut. Also das ist ja der Wahnsinn, was hier weggeht. Hier stapelt sich das Öl nur so. Ich glaube, hier können wir noch mal ein paar Züge einsetzen. Oh, hier sehe ich doch was Schönes. Ach, wieder total schief gebaut. Ah. So, umrüsten auf Kohle. Millionen haben wir schon. Falkenhafen. Finde mich immer noch furchtbar, also das finde ich blöd. Aber irgendwann wird sich das ändern. Ich glaube mal, das kann man ändern, indem man den Bäume baut, Bäume pflanzt. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob das auch tatsächlich so ist. Ich denke aber schon. So. Potsdam. Die liegen ja so schön am Hang. Kriegen einfach mal eine Anbindung mit Flensmünster. Cool, passt sogar perfekt. Das war gar nicht geplant so, aber wenn sich das ergibt. Ja. 2 Millionen gut gemacht letztes Jahr. Das kann sich durchaus sehen lassen. Eigentlich Loks, die auch irgendwie schneller sind, ohne dabei gleich exorbitant teurer zu sein. Na gut, dann kriegen die halt hier auch ein TEE, wenn es denn sein muss. Ach, der Zug hier, der macht, glaube ich, keinen Gewinn. Großartig, aber egal. Der macht hier Minus, egal, macht nichts. Und hier ist noch einer mit Fahrzeug, das Minus macht, ist aber auch egal. Sag ich mal so. Ja,
Richtig, ja, da sage ich einfach mal auf Wiedersehen für die heutige Folge. Die war etwas länger geworden. Ich wünsche euch frohes Fest, schon mal Weihnachten für morgen und schöne Feiertage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da Videos hochladen werde, vielleicht auch nicht, werde ich spontan entscheiden. Und ja, lasst es euch einfach gut gehen. Bis später. Tschüss.